Servus Leute, hier ist Leonardo mal wieder. Ich werde heute meinen ersten Schuhtest machen und teste diesen Schuh. Den Puma Evo Power 1 FG. Los geht's. Servus Leute, eigentlich macht mir Zocken mehr Spaß, aber ich bewerte für euch jetzt trotzdem den Puma Evo Power. Nun zum ersten Punkt meiner heutigen Bewertung. Das ist das Design des Puma Evo Powers. Das taugt mir echt sehr, weil es auch ein bisschen abgespaced ist. Also die Hauptfarbe Gelb kombiniert mit diesem Türkis und dem Lila. Also ist echt sehr nice. Der Evo Power bekommt von mir 9 von möglichen 10 Punkten. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke. Das Obermaterial des Evo Powers ist sehr weich. Das Obermaterial ist eine japanische Mikrofaser namens Adapt Light. Adapt Light ermöglicht dem Fußballspieler, den Fuß nicht nur in diese Richtung zu bewegen, sondern auch in diese Richtung zu bewegen, da diese Konstruktion sehr dehnbar ist. Im Schussbereich hier ist wieder ein spezielles Material verarbeitet und das nennt sich Akkuform. Das soll für eine bessere Schussgenauigkeit und Schussgeschwindigkeit sorgen. Der Evo Power erhält von mir in Sachen Material 9,5 von möglichen 10 Punkten. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. It's the one and only Double G. Theoretisch kann es auch von meinem eigenen Fuß abhängen, aber am Anfang des Tragens vom Puma Evo Power hatte ich ein paar Druckstellen, aber das hat sich nach der Zeit auch wieder erledigt. Da ich am Anfang ein paar Druckstellen hatte, gebe ich ihm nur 7 von möglichen 10 Punkten. Hold up, wait. All my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock until the wheels fall off. Hold up, wait. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Jetzt kommen wir zum Skillfaktor des Puma Evo Powers. Für mich ist der Puma Evo Power ein Schuh, der eher auf das Schießen ausgerichtet ist und nicht so aufs Tricksen. Dennoch ist es möglich, mit dem Skills zu vollführen und zu
tricksen. Und ich gebe ihm 7,5 von möglichen 10 Punkten im Skillfaktor. The next episode. Also der Puma Evo Power ist für mich ein Schuh, der wirklich auf das Schießen ausgelegt ist, da man mit ihm sehr präzise schießen kann und auch sehr hart schießen kann, und daher kriegt er von mir in Sachen Schussfaktor 9,5 von möglichen 10 Punkten. Das war's wieder von Leonardo. Ich hoffe, euch hat mein erster Schuhtest gefallen. Bis zum nächsten Mal.